Marcel Wenger, am Samstag steht das Spiel Heimspiel gegen Darmstadt an. Du warst jetzt seit dem Düsseldorf-Spiel immer in der Startelf. Hast du das Gefühl, dich gut eingelebt und auch eingegroovt zu haben? Ja, so allgemein mit der Zeit lebt man sich natürlich immer besser ein. Und auch die Spielzeit, die man dann bekommt, gibt einem so ein gewisses Maß an Sicherheit und auch mehr Selbstbewusstsein. Deswegen bin ich ganz zufrieden, wie es jetzt im Moment gelaufen ist. Es kommt mit Darmstadt eine Mannschaft, die sehr offensivstark bisher war, 24 Tore geschossen hat. Passend zum stürmischen Wetter, erwartest du einen stürmischen Gegner? Ja, allgemein sollten wir auf jeden Fall fokussiert sein und aufpassen auf Darmstadt, vor allem auch auf die Standardstärke, die sie haben, aber denke, dass wir uns in der Woche gut vorbereitet haben. Du hast die Vorbereitung angesprochen, wie lief die Trainingswoche? Ja, war relativ normal strukturiert, haben heute wieder ein bisschen runtergefahren, uns taktisch auf den Gegner eingestellt und sind ganz gut vorbereitet. Was stimmt dich positiv, dass es mit dem zweiten Heimsieg klappen kann? Ja, wir haben diese Woche vor allem nochmal offensive Abläufe trainiert, dass wir variabler sind, was so ein bisschen das Problem in Ingolstadt war, dass wir da nicht durchschlagkräftig genug waren. Deswegen haben wir da ein bisschen dran gearbeitet und ich denke, dass wir das verbessern werden. Top, das freuen wir uns drauf, hoffen, dass es klappt und wünschen viel Erfolg. Dankeschön.